Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barcafts. Stimme ist immer noch im Eimer, das ist immer noch Corona geschuldet oder die Nachwirkungen. Ich hoffe, dass das bald vorbei ist, aber müssen wir jetzt eben mit leben. Ich höre mich eben an wie so ein Typ, der gerade aus der Kneipe kommt. Ja, was ist heute das Thema? Wir befassen uns heute mal wieder mit der Luftwaffe und zwar mit der Me 163 Komet oder Spitzname Kraftei. Wir haben ja schon den einen oder anderen Bereich der Luftwaffe abgedeckt und wir tasten uns ja auch jetzt so langsam an die Wunderwaffen heran. Ich finde es immer spannend, wenn man auf NTV immer so die Hitlers Wunderwaffen sieht und dann wird immer gezeigt, was die alles konnten und wo die überall hingeflogen sind und so weiter und dass auch immer wieder irgendjemand seine Finger drin hatte, damit das nicht äh, so nachher umgebaut oder so eingesetzt worden ist, wie es tatsächlich gewesen ist. Das finde ich ist immer sehr oberflächlich dargestellt. Und der Ricky, der dieses Thema jetzt bearbeitet hat für den Kanal, ist ja wirklich tief reingekniet und auch sehr viele Sachen rausgezogen, wo ich dann auch tatsächlich der Meinung bin, das wusste man gar nicht so genau. Was auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist bei der ganzen Nummer ist, dass jeder weiß, dass dieses Fluggerät ja ein Objektschutzjäger war. Das heißt, er war ja da stationiert, wo irgendwas zu schützen war. Und wenn er dann... Gebraucht wurde, startete er dort, stieg hoch, machte seine Angriffe und landete wieder. Das heißt, er ist ja nicht übers Reich geflogen, hat da irgendwelche äh, Flying Fortresses angegriffen, sondern er war halt zum Objektschutz genutzt. Aber da kommen wir gleich zu. Spannendes Thema mit der Komet. Super interessant, was da an technischen Daten auf euch zukommt, finde ich auf jeden Fall und ähm, da ich das schon mit, äh, vor ein paar Tagen aufgezeichnet habe oder vor ich glaub, ein bisschen längerer Zeit, ist die Stimme da wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Deswegen wundert euch nicht. Wie auch immer, ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen was mitnehmen. Falls wir Fehler gemacht haben oder Ricky hat was Falsches äh, rausgesucht oder wir haben beim Schneiden was falsch gemacht, der Alex oder wie auch immer, ähm, oder was falsch geschrieben, gerne in die Kommentare, kommt dann in den Fehlerteufel. Wir sind ja auch nur Menschen. Ansonsten würde ich sagen, lange Rede gar keinen Sinn oder vielleicht doch. Lass uns loslegen und auf geht's. Ja, dann legen wir mal los. Also ist das Kriegsjahr 1944. Die Luftüberlegenheit der Alliierten hat ein erdrückendes Ausmaß erreicht. Fast täglich fliegen Bomberverbände der US Air Force und der Royal Air Force über das Reichsgebiet, um die Rüstungsindustrie, kriegswichtige Produktionsstätten und Raffinerien, aber auch logistische Infrastruktur und Ballungszentren zu zerstören. Begleitet werden die Bomber von Langstreckenjägern wie der P-51 Mustang, der P-47 Thunderbolt und der P-38 Lightning. Am 28. Juli 1944 griffen mehrere Bomberverbände der 8. Air Force das Leitwerk der synthetischen Treibstofferzeugung an. Also das Ammoniakwerk Merseburg, bekannt als Leunerwerke. Hierfür war eine gewaltige Armada von 645 B-17 Flying Fortress von England über Holland in das Gebiet südlich von Halle an der Saale im heutigen Sachsen-Anhalt geflogen. Im Anflugkorridor Bad Lauchstedt in Richtung Merseburg schlug die Bombenabwehrfeuer der Flak aus umliegenden Batterien entgegen. Mehrere B-17 erhielten Treffer und mussten Notabwürfe tätigen, durch die es in den Städten Schkopau und Merseburg zu schweren Schäden kam. Der Himmel war stark bewölkt, auch wurde das Ammoniakwerk vom Boden künstlich eingenebelt. Ein Abwurf der Bomben auf Sicht war nicht möglich, daher versuchten die an der Spitze fliegenden Pathfinder das Werk per Bodenradar aufzuspüren. Letztlich wurden 6.344 Stück, 250 Kilo Sprengbomben über dem vermeintlichen Ziel abgeworfen. 85 Prozent der Bomben verfehlten das Werksgelände. Die Hälfte fiel östlich über das Werk hinaus. Etwa 18 Prozent landeten in angelegten Scheinanlagen. Nach Abschluss des Bombardements flogen die Bombe in 7.300 Meter Höhe in südlicher Richtung. Etwas östlich der fliegenden in 7.600 Meter Höhe hingen die P-51 der 359. Fighter Group unter dem Kommando von Colonel Evelyn P. Taken Jr. in der Luft, um einen Bomberverband zu schützen. Plötzlich wurden Kondensstreifen auf 6 Uhr, etwa 1.600 Meter oberhalb der P-51 gemeldet. Zwei ungewöhnliche Flugzeuge. Mit pfeilförmig angeordneten Tragflächen, die offenbar kein Höhenleitwerk am Heck besaßen, stürzten sich auf den Verband hinab. Die beiden Flugobjekte näherten sich den Bombern bis auf 3000 Meter. Dann bemerkten sie die amerikanischen Jagdflugzeuge in der Nähe und drehten ab. Ihre Geschwindigkeit betrug nach Einschätzung von TACON zwischen 800 und 950 km pro Stunde. Entsprechend war ihr Wenderadius sehr groß. Beide Flugobjekte schossen am Bomberverband vorbei und trennten sich dann, wobei eines in die Tiefe davonjagte und das andere in die Sonne kletterte. Ein Pilot der Fighter Group berichtete, sie sei wie eine Fledermaus aus der Hölle hinaufgestiegen. Tarkon hatte die höllischen Fledermäuse während ihres Angriffes zwar beobachtet, ihm blieb aber keine Zeit, sie ins Fadenkreuz zu nehmen. Seine Mustang erreichte auf Höchstgeschwindigkeit gerade einmal 698 Kilometer pro Stunde. An jedem Tag wurden die Piloten der 359. Fighter Group Zeugen des Einsatzes von einer der geheimnisumwittertsten Wunderwaffen des Dritten Reiches. Was ihn dort mit ungeheuerlicher Geschwindigkeit davonflog, war der einzige jemals in Serie gebaute Raketenjäger der Welt, die Messerschmitt Me 163. Komet. Von der Ente zum Kraftei. Dem ersten Einsatz der Komet ging eine langwierige und ungewöhnliche Entwicklungszeit voraus. Diese nahm ihren Anfang in Deutschland der goldenen 20er Jahre, als die Idee des Raketenflugs modern wurde. Im Vordergrund stand zu dieser Zeit jedoch keineswegs Rüstungsprojekte, sondern die kommerzielle Nutzung. Zu den Köpfen, die diesen Trend aufgriffen, gehörte Friedrich Wilhelm Sander, der als Ingenieur neben Max Vallier ein Wegbegleiter des Raketenpioniers Fritz von Opel war. Als eine Anwendungsmöglichkeit der Raketentechnik wurde ein alternatives Startverfahren für Segelflugzeuge ins Auge gefasst, welche den Flugzeugschlepp überflüssig machen würden. Finanziert von Opel Begann eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Sander und dem Aerodynamiker Alexander Lippisch. Der Leiter der technischen Abteilung am Forschungsinstitut der Rhön-Rositten-Gesellschaft war für seine revolutionären Entwürfe von Segelflugzeugen bekannt. Mit der Ente hat er ein Segelflugzeug geschaffen, das ohne ein konventionelles Leitwerk am Heck auskam und sich damit besonders als Plattform für einen Raketenantrieb eignete. Sander stattete die Ente mit zwei Feststoffraketen aus, die per Schalter im Cockpit nacheinander elektrisch gezündet werden und dann jeweils 30 Sekunden Schub liefern sollten. Vorsorglich befestigte man ein Gegengewicht unter dem Rumpf, um eine Schwerpunktverlagerung durch das Abbrennen des Schwarzpulvers in der Rakete vorzubeugen. Nach einem missglückten Startversuch gelang der Lippisch-Sander-Ente am 11. Juni 1928 im zweiten Anlauf, der erste bemannte Raketenflug der Luftfahrtgeschichte. Am Steuer saß der Pilot, Fluglehrer und Flugzeugkonstrukteur Fritz Stamer. Die Ente flog von der Wasserkuppe im heutigen Hessen etwa 80 Sekunden, und legte eine Strecke von 1,5 Kilometern zurück. Wie fragil die Raketentechnik jener Zeit war, bewies der dritte Startversuch, bei dem beide Raketen gleichzeitig gezündet werden sollten. Eine der Raketen explodierte und setzte das Flugzeug in Brand. Starmer gelang es aus 20 Metern Flughöhe noch eine sichere Landung, bevor er sich mit brennendem Hosenboden absetzte. Die Ente verbrannte vollständig. Lippisch wechselte 1934 zum Deutschen Forschungsinstitut für Segelflug. Dort befasste er sich intensiv mit der Konzeption und dem Bau von Delta-Flugzeugen. Es entstand eine Reihe von schwanzlosen Segel- und Motorflugzeugen, die allesamt als fliegerisch anspruchsvoll galten. Die Anstrengungen Lippisch führten im Jahr 35 schließlich zum Urgroßvater der Me 163, dem Experimentalflugzeug DFS 39 bzw. Delta 4C. Der Rumpf dieses zweisitzigen Tiefdeckers verjüngte sich nach hinten zu einer senkrechten Schneide. Die gepfeilten Tragflächen mündeten in nach unten abgewinkelten Flügelenden. Angetrieben wurde die DFS 39 von einem britischen 85 PS Sternmotor. Die gelungene Konstruktion zeichnete sich durch ihr anspruchsloses Flugverhalten aus. Der Beweis, dass beherrschbare, schwanzlose Flugzeuge keine Utopie sind, war erbracht. Parallel zur Entwicklung der Delta-Flugzeuge vollzog sich eine bahnbrechende Entwicklung im Bereich der Raketentechnik. Noch in den goldenen 20er Jahren waren Feststoffraketen mit Schwarzpulver das Maß aller Dinge. Nun aber entwickelten Erfinder wie Werner von Braun oder Helmut Walter Raketenantriebe, die mit Flüssigkeiten arbeiteten. Diese versprachen enorme Leistungen jenseits der bisherigen Grenzen von Feststoffraketen. Das aufkeimende Potenzial blieb dem Reichsluftfahrtministerium nicht verborgen. Wie aber musste ein solches Flugzeug gestaltet sein, um den bei hohen Geschwindigkeit auftretenden strömungsphysikalischen Vorgängen und Phänomenen standhalten zu können? Vielversprechend schien insbesondere der Ansatz des schwanzlosen Flugzeuges. Also erhielt Alexander Lippisch im Jahr 1937 den Auftrag für ein schwanzloses Hochgeschwindigkeitsversuchflugzeug zum Test von Flüssigraketen. Das streng geheime Vorhaben sollte unter dem Decknamen Projekt X umgesetzt werden. In der Forschungsanstalt für Segelflug arbeitete Lippisch 1937 am Versuchsflugzeug DFS-194. Im Entwurf sollte der einsitzige Mitteldecker in Holzbauweise noch von einem Druckpropeller angehoben werden und über die abgewinkelten Flügelenden der DFS-39 verfügen. Wegen eventuell ungünstiger Eigenschaften beim Schnellflug verzichtete man aber auf die Gestaltung der Tragflächen und formte stattdessen am Rumpf ein Seitenleitwerk aus. Die Verwandtschaft der DFS 194 zu Segelflugzeugen wurde am Fehlen eines Fahrwerks deutlich. Starten sollte das Flugzeug auf einem zweirädrigen Rollwagen, der danach abgeworfen wurde. Zur Landung musste eine ausfahrbare Rutschkufe herhalten. Währenddessen brachte Projekt X die eingeschränkten Möglichkeiten der Deutschen Forschungsanstalt für Segelflug mehr und mehr an ihre Grenzen. Lippisch und seine Entwicklungsgruppe wechselten daher Anfang Januar 1939 zur Messerschmitt AG in Augsburg. Dort wurde das Projekt in einer eigenständigen Abteilung bearbeitet. Es hielt zur Tarnung den Namen Me 163. Unter dieser Typennummer hatte man bei Messerschmidt bis 1938 an einem Konkurrenzflugzeug zum Fieseler Storch gearbeitet, dessen Entwicklung aber nach drei Prototypen zugunsten des Storches abgebrochen wurde. Die ersten Zeichnungsansätze für die spätere Me 163a lagen im Juni 1939 vor. Fieberhaft wurden die notwendigen Vorrichtungen für die Fertigung des Versuchsflugzeuges hergestellt. Nach Vorliegen der Windkanal-Messergebnisse lief im Juli 1939 die Einzelfertigung an. Entstehen sollte ein schwanzloser Mitteldecker in Gemischtbauweise. Während die um 23 Grad gepfeilten Flügel weiterhin aus Holz bestehen sollten, musste der Rumpf auf die bei Messerschmitt übliche Leichtmetall- Halbschalenbauweise konstruiert werden. Auch die Me 163A sollte auf einem zweirädrigen Rollwagen starten der nach dem Start ausgeklinkt wurde. Für die Landung wiederum stand die ausfahrbare Rutschkufe zur Verfügung. Bei der Ausbruch des Krieges im September 1939 stoppte das Oberkommando der Luftwaffe den Weiterbau der Me 163A. Die Messerschmitt AG sollte sich auf die Fertigung des an der Front dringend benötigten Jagdflugzeuges BF 109 sowie den zweimotorigen Zerstörer BF 110 konzentrieren. Die Arbeiten am Raketenjäger Me 163 genossen keine Priorität mehr und würden erst nach Kriegsende fortgesetzt werden können. Lippisch wollte diesen Umstand nicht tatenlos hinnehmen, um überhaupt zu Ergebnissen zu kommen. Griff auf die unfertige DFS 194 zurück. Der Druckpropeller wurde kurzerhand durch das Rakettriebwerk HWKR 1203 mit 300 Kiloporn Schub ersetzt. Dieses Versuchstriebwerk war eine Schöpfung des Erfinders Helmut Walter. Es beruhte auf der Verwendung eines neuen Sauerstoffträgers, Wasserstoffperoxid. Diese Flüssigkeitsverbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff war ungefährlicher als flüssiger Sauerstoff und benötigte nicht dessen aufwendige Kühlung. Auch war sie schon der zu den verfügbaren Werkstoffen, was auf den alternativen Sauerstoffträger Schwefelsäure keineswegs zutraf. In einer Reaktionskammer wurde das Wasserstoffperoxid mit Kaliumpermanganat versetzt, wodurch es bei 7 bis 800 Grad in Wasserdampf und Sauerstoff zerfiel, der über die Düsenöffnung austrat. Der entstehende Impuls sorgte für den nötigen Schub. Die Bezeichnung hierfür lautete kaltes Verfahren, weil es dabei zu keiner Verbrennung, sondern zu einer Zersetzung der Komponenten kommt. Die Testflüge mit der DFS 194 an der Erprobungsstelle der Luftwaffe in Peenemünde Legte Lippisch in die fähigen Hände seines Versuchspiloten und Chefingenieurs Heini Dittmar. Der fahne Segelflieger hatte bereits zur Perfektionierung der DFS 39 beigetragen. Am 3. Juni 1940 startete Dittmer erstmals mit der rückstoßgetriebenen DFS 194 vom Rollfeld in Peenemünde Karlshagen. Bis Herbst absolvierte er weitere 25 Versuchsflüge. Die maximale Geschwindigkeit blieb hierbei auf 550 kmh beschränkt, da die hölzerne Zelle der DFS 194 nur für niedrige Geschwindigkeiten ausgelegt war. Die erzielten Ergebnisse waren dennoch so gut, dass die Reichsforschungsführung ihre Erlaubnis zur Fortsetzung der Arbeiten an der Me 163 erteilte. Zeitraum Juni bis November 1940 wurde das Versuchsflugzeug bei Messerschmidt montiert. Die Endkontrolle erfolgte im Januar 1941. Ihren Erstflug absolvierte die Me 163A am 13. Februar 1941 in Augsburg. Das Ingenieurbüro Helmut Walter in Kiel klagte noch über Probleme mit dem neuen Aggregat HWKR 2203 das über eine regelbare Leistung zwischen 150 und 750 Kilopond verfügte. Da beim Jungfernflug kein Triebwerk vorlag, musste die ME-163 noch mit einer Schleppmaschine auf Höhe gebracht werden. Auch ohne Antrieb erreichte das Flugzeug im Sturzflug beachtliche Geschwindigkeiten bei sehr guten Flugeigenschaften. Im April 1941 wurde das erste Versuchsmuster der Me 163A nach Peenemünde überführt, wo die Flugeigenschaften getestet und der erforderliche Festigkeitsnachweis erbracht werden sollte. Das neue Raketentriebwerk des Ingenieurbüros Walter konnte im Sommer in Gemeinschaftsarbeit der Firmen Messerschmidt und Walter sowie den Technikern der Erprobungsstelle installiert werden. Heini Dittmar startet am 13. August zum ersten Raketengetriebenen Flug mit der ME-163. Bei diesem und weiteren Testflügen zeigte sich, dass das Flugzeug über eine enorme Steigleistung von 70 Metern pro Sekunde verfügte. Allerdings arbeitete das Triebwerk nur für viereinhalb Minuten. Somit schoss die ME-163 zwar so rasant in die Höhe, aber kaum höher als 3000 Meter. Das genügte nicht, um die berechnete Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Nichtsdestotrotz knackte Dittmar schon beim vierten Testflug den bis dato offiziellen Geschwindigkeitsrekord von 755 km/h. Im Schlepp einer BF-110 wurde die Me 163 am 2. Oktober 1941 auf 4000 Meter Höhe gebracht. Dort startete Werkspilot Dittmar den Antrieb. Es gelang ihm, die zuvor per Kinetogulid festgelegte Messstrecke mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 1003,67 kmh zu durchfliegen. Er war damit der erste Mensch, der die Grenze von 1000 kmh durchbrochen hatte. Es blieb ein Weltrekord, von dem die Welt nichts erfahren durfte. Dittmar erreichte während des Fluges den Bereich der kritischen Machtzahl. Zunächst tanzte die Nadel des Fadenmessers, bevor die 163 unkontrolliert in die Tiefe stürzte. Nur mit Mühe konnte der Pilot das Flugzeug abfangen. Beeindruckt von den Leistungen der ME163A forcierte das Reichsluftfahrtministerium die Realisierung eines bewaffneten Einsatzflugzeuges. Am 22. September 1941 ging Lippisch Projektbeschreibung für die ME163B beim Ministerium ein. Der Entwurf umfasste ein stärkeres Triebwerk, eine größere Treibstoffkapazität, Sowie eine geänderte Rumpf- und Tragflächenstruktur. Für den Bau leistungsfähiger Raketentriebwerke erhielten sowohl die Walterwerke in Kiel als auch BMW in Berlin-Spandau einen Auftrag. Das Ingenieurbüro Helmut Walter in Kiel entwickelte daraufhin das Achigrad HWKR2-211 bzw. in der RLM-Bezeichnung HWK 109-509 mit einer Leistung von 1600 Kilopond. Als Betriebsstoff beibehalten wurde der sogenannte T-Stoff Wasserstoffperoxid. Statt Kaliumpermanganat arbeitete dieses Triebwerk jedoch mit dem C-Stoff, bestehend aus 30% Hydrazinhydrat, 55% Methanol und 15% Wasser mit einem geringen Anteil an Kalium. Innerhalb des Triebwerkes wurde der T-Stoff zunächst zu einem heißen Dampfsauerstoff gemischt zersetzt. Dieser trieb eine mehrflutige Turbopumpe für die Forderung des T- und C-Stoffes aus deren Tanks an. Der Treibstoff wurde zur Kühlung in den Mantel der Brennkammer geleitet und floss von dort weiter zur Regeleinheit. Diese stimmte die Menge beider Stoffe ab, bevor diese zur Brennkammer gelangten und über Zerstäuberdüsen eingespritzt wurden. Die Abgastemperatur verdoppelte sich gegenüber dem Kaltverfahren. Der Schub konnte in fünf Stufen inklusive Aus- und Leerlauf reguliert werden. Das Abschalten des Triebwerks war möglich, zog allerdings eine zweiminütige Abkühlzeit nach sich, bis es wieder angelassen werden konnte. Die Konstruktion des ersten Versuchsmusters der M163B begann mit zwei Monaten Verspätung am 1. Dezember 1941. Als Flugklartermin wurde der 10. Juni 1942 anberaumt. Allerdings rechnete man damit, dass das Raketentriebwerk erst im August 1942 zur Verfügung stehen würde. Für die Untersuchung der Einsatztauglichkeit der ME-163 wurde im März 1942 das Erprobungskommando 16 unter der Leitung des erfahrenen Segel- und Jagdfliegers Wolfgang Späte gegründet. Zunächst erhielt das Einsatzkommando mit den Standorten Lechfeld bei Augsburg, bei Messerschmidt sowie in Pinnemünde West einige ME-163a. Bevor die Piloten des Kommandos den Raketenjäger allerdings fliegen durften, mussten sie Schulungen auf verschiedenen Segelflugzeugen absolvieren. Die Priorität lag hierbei auf der sicheren Landung mit der kaum gefederten Kufe. Auch ohne den explosiven Treibstoff ging eine nicht unerhebliche Gefahr von der Me 163 aus, da sie bei der Landung deutlich schneller als ein regulärer Segler war. Bis März 1943 wurden insgesamt zehn Versuchsmuster der ME-163A mit und ohne Triebwerk gefertigt. Die aus den Testflügen gewonnenen Erkenntnisse wurden schließlich bei der Ausrüstung der ME-163B berücksichtigt. Weil die Entwicklung des Triebwerks noch Zeit in Anspruch nahm, begann ab dem 26. Juni 1942 unter Leitung von Heini Dittmar erste Schleppsstarts. Und Gleitflüge mit dem inzwischen fertiggestellten ersten Versuchsmuster der Mi 163 b Ein hervorstehendes Merkmal der Komet gegenüber der Versuchsmaschine M 163A war insbesondere deren Formgebung. So musste der ehemals schlanke Rumpf der Mi 163A bei der Komet einer ovalen Form weichen, um den Treibstofftank und dem stärkeren Triebwerk mehr Platz einzuräumen. Nicht grundlos erhielt der Raketenjäger bei seinen Piloten später die inoffizielle Bezeichnung Kraftei. Gegenüber dem Standardjäger Bf 109 war die Me 163b in der Länge um drei Meter kürzer. Da der Raketenjäger 2,74 Meter groß war, musste der Flugzeugführer über eine Leiter einsteigen. Wie ihre Vorgänger verfügte auch die Komet über einen Abwurf-Rollwagen und die Rutschkufe. Hinzu kam die spitz zulaufende Nase mit der kleinen Luftschraube für den Generator zur Versorgung der elektrischen Verbraucher sowie der markante Antennenmast hinter der Kabinenhaube. Die Testflüge mit der noch triebwerkslosen m 163 b zeigten, dass das Flugzeug über hervorragende Flugeigenschaften verfügte. Am 17. Juni 1943 trafen die ersten beiden Triebwerke HWK R2-211 in Karlshagen bei Pedemünde ein. Den ersten Start mit dem heißen Triebwerk absolvierte die Me 163B am 24. Juni 1943 unter der Führung des erfahrenen Erprobungspiloten Rudolf Opitz. Vor den Augen der vielen anwesenden Offiziellen des Dritten Reiches wäre es dabei fast zu einer Katastrophe gekommen. Unter den zweieinhalb Tonnen Gewicht des Raketenjägers brach beim Start das Fahrwerk. Es gelang es gerade noch, die beschädigte Maschine von der Kufe abheben zu lassen. Ursache waren Unebenheiten auf dem aufgeweichten Rollfeld. Der Erprobungskommando 15 war zuvor mehrfach auf dem Rasen mit einer Do 217 gelandet, die die funkferngesteuerte Gleitbombe Henschel HS 293 trug. Von der Me 163b baute man insgesamt 70 Versuchsmuster. Diese wurden zur Triebwerks- und Fahrwerkserprobung, für die Erprobung der Bewaffnung Versuche mit Bremsfallschirm und Druckkabinen, den Test von Feststoffraketenstart helfen und einer Schnellablasserprobung für den T-Stoff sowie viel mehr genutzt. Bei der Wahl der künftigen Bewaffnung musste die hohe Geschwindigkeit der Komet einbezogen werden. Alle Voraussicht nach würden die Piloten bei der Annäherung an feindliche Flugzeuge nur wenige Sekunden Zeit haben, um diese auf effektive Reichweite bekämpfen zu können, bevor eine Kollision eintrat. Bis zum Versuchsmuster 45 verbaute man das MG 151 20, die Standardbewaffnung der Jagdflugzeuge Bf 109 und Focke-Wulf 190. Mit etwa 800 Schuss pro Minute verfügt das Maschinengewehr zwar über eine hohe Kadenz, allerdings würde der Schaden durch das Kaliber 20 mm bei den durchaus robusten alliierten Bombern wohl eher gering ausfallen. Daher entschied man sich, an den Wurzeln der beiden Tragflächen jeweils eine Maschinenkanone 108 zu installieren. Die Galenz der Kanone lag zwar nur bei 600 Schuss pro Minute, allerdings genügten schon zwei bis vier Treffer des Kalibers 30 mm, um ein großes Feindflugzeug zum Absturz zu bringen. Die Steigeleistung der Komet übertraf die der konventionellen Flugzeuge etwa um das Zehnfache. In nur dreieinhalb Minuten schoss die Komet auf 12.000 Meter Höhe. Dies belastete nicht nur die Konstruktion und das Material bis an die Grenzen, sondern auch den Piloten. So musste Wolfgang Später, Leiter des Erprobungskommandos 16, seinen ersten geglückten Flug mit der mi b in 8.000 Meter Höhe wegen unerträglicher Schmerzen durch Blähung abbrechen. Die Komet kletterte so schnell in Gefilde mit niedrigem Umgebungsdruck, dass sich die Gase im Darm auf ein gefährliches Niveau ausdehnten. Auf eine Druckkabine, die dies hätte verhindern können, wurde auch bei der späteren Einsatzmaschine verzichtet. Stattdessen wurden den Piloten eine Höhendiät verordnet. Blähende Nahrungsmittel durften vor anstehenden Flügen nicht mehr konsumiert werden. Die fehlende Druckkabine beschränkte auch die Flughöhe der Me 163. Ab 8000 Meter Höhe musste der Pilot reinen Sauerstoff atmen, um ein Barotrauma des Mittelohrs, der Stirn- und Nebenhöhle zu verhindern. Dies half jedoch nur bis zu einer Höhe von 12.000 Metern. Trotz ihrer großartigen Leistung im Versuchsstadium blieb die Me 163 keineswegs ohne Kritik. So vertrat die Erprobungsstelle in Peenemünde. In einem umfangreichen Bericht die Auffassung, man solle die Produktion des Raketenjägers nach den 70 Versuchsmustern einstellen. Die enthaltenen Argumente waren stichhaltig. Auch unter besten Bedingungen konnte in der Einsatzhöhe von 12.000 Metern nur eine Flugzeug von rund 4 Minuten belegt werden. Durch Verbrauchsschwankungen sank die Flugzeit in dieser Höhe teilweise auf 2 Minuten ab. Es bestanden größte Bedenken, ob diese Zeit für den Zielanflug, den Luftkampf, und den Rückflug überhaupt den taktischen Anforderungen gerecht werden kann. Man monierte auch die hohe Empfindlichkeit des Flugzeuges gegenüber Beschuss. Hierzu trugen insbesondere die hölzernen Tragflächen und die ungeschützten Behälter mit dem Sonderkraftstoff bei. Die zwei Maschinenkanonen würden nach Auffassung der Penemünder Waffenspezialisten bei der hohen Fluggeschwindigkeit der Mi-163 eine zu geringe Feuerdichte entfalten. Gleichzeitig wäre es aber nicht ratsam, die Geschwindigkeit beim Anflug auf einen Bomber zu drosseln, da die beschussempfindliche Komet sonst leicht ein Opfer von deren Bordwaffen werden würde. Neben weiteren Punkten kritisierte man die fehlende Druckkabine und die hohe Gefahr für den Piloten beim Überschlag der Maschine. Der hochbrisante Bericht wurde trotz der begründeten Fakten zurückgezogen. Zu stark war der Einfluss der Lobby von Messerschmidt. Beim Reichsluftfahrtministerium. Schon der Start mit der Me 163 war ein gefährliches Unterfangen. Der Pilot durfte das Rollwerk erst in einer Höhe von sieben bis zehn Metern abwerfen, sonst bestand die Gefahr, dass es vom Boden gegen das Flugzeug zurücksprang. Für den technischen Offizier des Erprobungskommandos 16 und besten Freund von Wolfgang Späte, Oberleutnant Pös hatte dies am 30. Dezember 1943 tödliche Folgen. Das einschlagende Rollwerk beschädigte die T-Stoffleitung seiner Me 163A, dass das Triebwerk ausfiel. Ein Absprung mit dem Fallschirm war aus der erreichten Höhe nicht möglich. Es gelang ihm jedoch, das Flugzeug zu wenden. Beim Überflug des Landeplatzes sah er eine Funkantenne auf sich zukommen, konnte diese aber nicht mehr ausweichen. Seine Flügelspitze schnitt den Mast, woraufhin die andere Flügelspitze in den Boden gerammt wurde. Der Raketenjäger überschlug sich. Wolfgang später raste mit seinem Auto zur Absturzstelle. Die Maschine lag auf dem Rücken. Entgegen jeder Sicherheitsvorschrift näherte sich später dem Wrack. Aus dem zerstörten Nasenabschnitt ragten zwei Beine heraus. Ein Blick in den zerstörten Cockpitbereich zeigte, dass es keine Überlebenschance gab. Die spätere Obduktion offenbarte, dass der im Cockpit eingeschlossene Pös von T-Stoff überschwemmt worden war. Obwohl er den vorgeschriebenen Schutzanzug trug, hatte sich sein kompletter rechter Arm in nichts aufgelöst. Sein Kopf und der linke Arm waren zu einer weichen Gelee-Masse geformt worden. Es blieb für seine Kameraden nur zu hoffen, dass er dies nicht bei Bewusstsein durchmachen musste. Wie unzuverlässig auch die Einsatzmaschine 63 B im Jahr 44 noch war, erfuhr Wolfgang später am eigenen Leib. Im Januar 1944, eineinhalb Jahre nach Auslieferung der ersten Me 163B, erhielt das Erprobungskommando 16 seinen ersten Einsatzjäger. Wochen gingen ins Land, bis man im Erprobungskommando die Triebwerksausfälle und andere Probleme gelöst zu haben glaubte. Als Späte schließlich im Februar 1944 abhob, riss die T-Stoffleitung, das Cockpit füllte sich mit Dämpfen. Die Überhitzungsanzeige des Triebwerks leuchtete auf. Hektisch versuchte Späte, den Hebel für das Kraftstoffablassventil zu betätigen. Doch dieser war außer Betrieb. Mit dem Schweiß auf der Stirn setzte Späte die Kufe seiner fliegenden Bombe in den 50 cm tiefen Schnee. Die m 63 rutschte wie auf einem Ski in Richtung Waldrand. Späte sprengte die Haube ab und rollte von der Tragfläche, bevor der Raketenjäger in die Bäume schlug. Hierbei erlitt er eine Gehirnerschütterung. Nach dieser Erfahrung schien es für ihn undenkbar, auch nur ein einziges Flugzeug mit so einem unzuverlässigen Motor in den Kampf zu schicken.